witzig. Wird auch auf jeden Fall spannend, irgendwie zu 10 Beine zu trainieren. Hey Leute, es gab einen kleinen Unfall. Oder so ist schon schnell gebrochen oder irgendwas. So Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem Beauties and Beasts Kanal. Wir sind heute in Ansbach und ihr seht, ich bin heute alleine hier, weil die Joey ist nämlich schon drin im Fitnessstudio. Wir haben was ganz Besonderes heute. Die Joey hat alle ihre Mädels, die nächstes Jahr auf die Bühne gehen wollen, eingeladen zu so einem kleinen Teamtreffen. Das Team Joy trifft sich also heute hier in Ansbach in dem Bodybuilding Gym, das bei uns in der Gegend einfach perfekt für ein richtig geiles Training ist. Das ist das Fitnetics. Und wir nehmen euch heute mit zu unserem Teamtreffen, zeigen euch ein bisschen das Training, die Athletinnen von der Joey, die Joey natürlich auch, und dann geben wir Gas. Ach, schaut mal, wer da ist. Sprechen wir von Athletinnen, da ist sie schon, die Anita, in ihrer tiefen Off-Season. Ihr seht, ihr Gesicht ist genauso rund wie mein. Nein, genauso gut richtig cool. Ja, genau, stimmt. Alles klar bei dir? Ja, ja, wie geht's dir so? Ja, super gut. Läuft alles, stimmt, du warst auch ein bisschen krank jetzt und so, ja. Gell? Voll geil. Schön, dass du heute da bist. Also Leute, ab geht's ins Training. Let's go. Also Leute, die ziehen sich jetzt erstmal um, machen sich ein bisschen warm. Und wie ihr euch denken könnt, wenn 15 Mädels zusammenkommen, die alle trainieren, was werden die wohl heute trainieren? Alle trainieren Beine, ist ja klar. Ich habe deswegen gestern extra schon Beine trainiert und ich habe heute mein Push-Training, weil wenn 15 Mädels Beine trainieren, dann sind sogar hier in Ansbach alle Beingeräte besetzt. Und so kann ich in Ruhe heute trainieren. Und wir stellen euch natürlich auch die Mädels gleich noch vor. Leute, das nächste bekannte Gesicht aus der Beauties and Beasts Vlog-Reihe. Der Paddo ist auch wieder mit am Start. Nach langer Erkältung ist er endlich back. Paddo, wie geht's dir? Mir geht's super. Wie gesagt, ich hatte erst eine Grippe und jetzt wurde ich noch in Wien operiert. Bisschen so eine kleine Zwangspause gehabt. Aber in der Recover-Phase ist es, denke ich, ganz okay. War jetzt die richtige Zeit dafür. Jetzt geben wir wieder Vollgas und ich bin froh wieder dabei. Und ansonsten gut genährt, Paddo, nach deiner Wettkampf-Prep? Gut genährt, gut, sehr gut gegessen. So, die einen oder anderen haben vielleicht meine Stories gesehen, vielleicht das ein oder andere Mal auch übertrieben. Hoffen wir, dass Stefan nicht sieht, aber war gut auf jeden Fall. Wir hatten gestern das erste Mal zusammen, dass wir gecheatet haben. Wir hatten gestern Weihnachtsfeier bei mir in der Firma. Der Paddo arbeitet ja bei mir. Und ja, gestern war unser erster gemeinsamer, so richtiger Cheat-Day oder Cheat-Abend nach der Wettkampfvorbereitung. Deshalb sind wir heute auf jeden Fall beide rund im Gesicht. Ich ein bisschen mehr wie der Paddo, aber auch gleichzeitig voll mit Energie für das Training. Auf jeden Fall. Welcome back, Leute. Hi. So, wir sind jetzt hier gerade schon am fleißigen Warm-up, denn ich werde jetzt mit meinen Athletinnen Beine trainieren. In diesem richtig nice Gym, da haben wir echt viel Auswahl. Und die Mädels, glaube ich, können heute auch mal ein paar Maschinen ausprobieren, die sie sonst nicht so kennen. Ist echt witzig, wird auch auf jeden Fall spannend, irgendwie zu 10 Beine zu trainieren. ja, freue mich aber wahnsinnig, dass die Mädels da sind und wir dieses geile Event jetzt heute haben und ich mal alle live sehen kann. Bevor nämlich die meisten Mädels jetzt dann auch in die Wettkampfvorbereitung starten werden. Und nächstes Jahr im Frühjahr gehen ganz viele zum allerersten Mal auf die Bühne. Manche im Herbst und ja, wird auf jeden Fall echt aufregend. Und wir nehmen euch natürlich auch mit bei dem Beintraining heute. Ich werde heute mehr als Trainerin fungieren, als mitzumachen. Ein bisschen mache ich mit, aber nur ganz leicht, weil man hört es unschwer. Meine Stimme ist etwas angekratzt. Genau, aber ich habe richtig Bock jetzt und wir werden jetzt eine geile Leg-Session zusammen ballern.
Leute, die Jacqueline ist meine Athletin, die auch schon auf der Bühne war. Aber das ist schon ein bisschen her. Sie war auch schon in der Figurklasse auf der Bühne und sogar auch schon in der Physikklasse. Und jetzt machen wir quasi was selten der Fall ist. Wir haben so ein bisschen Muskulatur eher abgeworfen und wollen sie jetzt in die Bikini- bzw. Wellnessklasse stellen im Frühjahr. Und genau, ich bin jetzt gespannt. Wir sind jetzt heute, wir haben uns sehen uns zum zweiten Mal. Wir haben uns in Österreich schon mal getroffen. Sie kommt aus Österreich im Top-Gym. Und wir haben gerade über die Gerätehersteller gesprochen, dass es so unterschiedlich ist, wie die Gewichtsübertragungen sind. Und wir hier zum Beispiel deutlich weniger schaffen wie im Top-Gym jetzt. Ne? Das ist echt, ja. Aber es ist geil, diese Heusgeräte, ne? Extrem. Kommen richtig gut rein. Ich kenne die nur von Videos. Ja. Und schon beim Zusehen feierst du die extrem. Voll. Und dann denkst du, okay, andere Liga. Voll. Wir müssen dann auf jeden Fall den Beinbeuger auch mal machen. Der ist so ja, gut, ey. Unbedingt. Unglaublich, ja. Ja, Leute, ich habe gesagt, ich mache ein leichtes Training mit heute. Das tut ganz gut auf jeden Fall. Und lustig, wir haben eben alle Beine, glaube ich, bis auf ein Mädel. Das Geile ist halt, dass hier genügend Beinmaschinen sind. Von jedem Gerät auch irgendwie zwei oder drei, dass das funktioniert. Ja, aber ich war gespannt, hey, wie die Mädels das finden. Okay, wir probieren jetzt gerade hier mal die Hakenschmidt, beziehungsweise Andrea probiert die Hakenschmidt. Und Andrea ist Bikini-Athletin bzw. Wellness-Athletin fürs Frühjahr, also Newcomer-Athletin. Und ich denke fast eher, dass es auf die Wellness irgendwann rauslaufen würde, weil die echt so stabile Beine hat, ey. Probier mal ein bisschen langsamer runter zu gehen. Genau, voll. Ja, sehr gut. Richtig schön, ey. Ja. Für mich so richtig ein Highlight, Leute, weil ich seit kurzer Zeit erst wieder Kniebeugen machen darf. Und kann natürlich nur noch sehr leicht, aber ich kann jetzt quasi wieder bis kurz über 90 Grad darf ich beugen und es fühlt sich noch ein bisschen wabbelig an, weil ich ja eine Knieoperation hatte. Aber es klappt schon wieder relativ gut, also das ist echt geil und macht natürlich richtig Bock, wenn man endlich wieder ja, mehr Belastung auf die Beine geben darf. So Leute, das ist Sarah. Hallo. Sarah, und wann wirst du starten? Im Herbst 2023. Und welche Klasse? NPC Bikini. Voll, NPC Bikini, Leute. Also quasi in einem Jahr war Sarah schon auf der Bühne. Ja. Voll gut. Und seit wann machst du Kraftsport, Sarah? Kraftsport mache ich schon seit ich 16 bin ungefähr und jetzt richtig Bodybuilding seit 2-3 Jahren. Voll geil. Ja. Seit wann hast du den Wunsch, auf die Bühne zu gehen? Den hatte ich schon ganz früher mal, wie ich halt angefangen habe mit Fitnessstudio, weil ich da dann den ersten Bikini-Leuten gefolgt bin. Dann ging es wieder weg und jetzt seit einem Jahr ungefähr.
Voll geil. Bin ich. Und ich glaube, wir sind jetzt halt so 6 Monate oder so. Sechs Monate, gell? Wird es jetzt dann. Ja. Ja. Sau geil. Also, Sarah macht heute auch Beine. Und wie findest du bisher so die Maschinen hier? Sehr gut. Voll gut. Eine ganz andere Range of Motion, mal was komplett anderes. Ja. Wo trainierst du normalerweise bei dir? In Neumarkt im Smart Gym. Smart Gym, das ist auch ganz geil, glaube ich. Grüße dahin. Voll gut. Yes, und jetzt lass mal die Sarah weiter trainieren. Ja. Noch jemand gefunden? Magst du dich mal vorstellen? Hallo, ich bin die Emily. Die Emily. Ja, und ich bin jetzt, seit wann bin ich? Ich glaube, seit Mai bin ich bei der Johanna. Genau. Und auch voll spannend, Emily, weil mit was für einem Ziel kamst du zu mir? So. Ja, ich wollte ein bisschen abnehmen für meine Hochzeit im Oktober. Und jetzt irgendwie hat es mich ein bisschen gepackt und jetzt schauen wir mal, ob es nicht irgendwann auf die Bühne geht. Mhm. Seit wann hast du den Wunsch mit der Bühne? Ich glaube, das war schon mal davor bei dir im Kopf, oder? Ja, 2019. Aber ich hatte relativ Probleme mit einer Essstörung und es hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt irgendwie, 3 Jahre später, hat es mich wieder gepackt und jetzt. Voll gut. Ich glaube, also wir haben jetzt folgenden Plan gemacht, ja, Frühjahr tatsächlich, um einfach mal zu sehen, was jetzt drunter steckt. Ja. Und wenn wir sagen, es reicht im Frühjahr dann aus, dann machen wir halt den Herbst. Ne? Ja, genau. Ja. Beziehungsweise wir hatten ja am Anfang Frühjahr 24 angeplant, also von dem her, das haben wir eh gut im Plan. Auf jeden Fall. Und vor allem das Geile ist, das Ziel jetzt erstmal den Körper quasi zu konditionieren und zu gucken, was an Muskulatur da ist, ne? In welche Klasse du wirklich reinpasst. Ja. Das passt total gut zusammen, wenn wir sagen, wir machen jetzt das Frühjahr und dann schauen wir, ob es reicht. Ja. Mega nice. Spannend, und auch noch spannend bei dir, was hast du so für einen sportlichen Hintergrund, Emily? Ich bin als Kind viel geritten und ich habe lange Ballett getanzt und Eiskunstlauf und laufen bin ich viel. Genau, jetzt übrig geblieben ist das Reiten und der Kraftsport. Und das Geile ist wirklich, die liebe Emily hatte letztens bei meiner Posing-Trainerin Corinna, schicke ich meine Mädels immer hin, dass sie fürs Posing komplett fit werden. Das erste Training und sie hat sich gleich unglaublich gut gemacht, weil dieses Ballett einfach, das hilft da, oder? Das voll. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja die Bilder von 2019 jetzt nochmal angeschaut. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie stehe ich jetzt besser da, obwohl ja weniger Muskulatur ist als damals. Ja. Aber, ja. Das heißt, Leute, fürs Posing vorher Ballett. Ja, mindestens 3 Jahre. Auf jeden Fall. Jacqueline und Chiara probieren gerade mal die Bad Squat. Wie findest du die? Die finde ich super. Allerdings wieder von, also nicht von der Ausführung her, aber vom Gewicht her wieder ein totaler Unterschied zu den Gyms, wo ich eigentlich trainiere, im Top Gym und im Fit One, ganz anders auch übersetzt. Ja. Ja. Also auch mit der Tiefe und so. Hier kommt man eher weiter runter als zum Beispiel im Top Gym. Wie gesagt, Gewichte
kann man sich eigentlich fast nicht notieren, wenn man irgendwo auswärts trainieren geht, finde ich halt. Ja. Ich mache dann auch immer mein Training so auf das, was ich Bock habe, wenn ich Beine trainiere, aber halt, dass es Sinn ergibt, aber trotzdem, worauf ich Bock habe, jetzt nicht so trainingsplanmäßig, weil man doch neue Maschinen testen möchte. Und verstehe ich voll. Sonst trainierst du im Top-Gym, glaube ich, im Fit Wonder und im Ja, genau, zwei. Genau, ja. Die zwei. Und vielleicht, Jacqueline, stell dich doch ganz kurz mal vor für die Leute, die gerade zugucken. Seit wann machst du Wettkampf-Bodybuilding? Mein Name ist Jacqueline, ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Wien. Ich mache Bodybuilding seit 2016. Ich bin schon 2016 gestartet, 2016, 2017. 2020 leider abgebrochen durch C. ja, und jetzt wieder zurückgekommen zu Johanna ins Coaching und möchte nächstes Jahr wieder eine ganze Saison machen, also sprich Frühjahr und Herbst machen. Und komplett eine neue Klasse, oder? Ja, also ich werde zurückkommen in die Bikini-Klasse und da halt eben jetzt noch an den Beinen arbeiten. Ja. Voll gut. Und bei Jacqueline war so das Geile, dass wir eher so überlegt haben, okay, wie kriegen wir erstmal diesen Bikini-Look auch hin, weil sie ja ultra viel Muskulatur mitbringt und das, glaube ich, jetzt schon spannend wird, aufs Ende hin, die erste Prep. Ja. Also ich freue mich. Wann geht's los? Ab 1.1. starten wir in die Prep und ja, im April sind dann die ersten Wettkämpfe und ich hoffe, wir machen das schon, oder? Auf jeden Fall. Was ist das Ziel? Ja, das Ziel wäre am besten dann im Herbst am Pro Qualifier teilzunehmen und dort mal zu sehen, wie ich aussehe neben den anderen Mädels. Ja. Ja. Das wäre so mein großes Ziel. Das wird geil, das rocken wir. Yes. So was von. Voll mitten nach dem Satz. Ja. Chiara, magst du dich mal vorstellen? Ja, ich bin die Chiara, 22 Jahre alt und ja, bin jetzt bei der Johanna im Team seit 3 Monaten. Ja. Ja. Und wann ist da dein nächster Wettkampf? Mein allererster Wettkampf generell ist jetzt am 1.4. geplant, die Dennis Wolf. Ja. Voll. Seit wann verfolgst du das Ziel mit der Bühne schon? Oh, also irgendwie hat sich das bei mir Anfang des Jahres so eingespielt, dass ich das unbedingt machen will.
Weil ich denke immer so, ja, wenn man schon ins Gym geht und sich den Arsch aufreißt und Ziele hat, dass man die auch verfolgen sollte und wir arbeiten nicht umsonst, ja, dann denke ich, wieso nicht das Beste aus sich rausholen, wenn man eh schon dabei ist, ne? Voll. Das heißt Bikini-Klasse, NPC, ja, im Frühjahr. Genau. Ja. Und wie viele Wettkämpfe willst du auch machen? Also wir haben jetzt geplant Dennis Wolf, ne? Ja. FIBO und international entweder Alicante oder Portugal. Voll gut. Was ist dein persönliches Ziel für die erste Saison? Also ich muss sagen, mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall gut abzuschneiden. Also ich will das Beste aus mir rausholen und ja klar, man will nie Letzter werden, aber ich habe natürlich auch, ich sehe das Ganze auch realistisch, sag ich mal. Ich weiß, es ist meine erste Saison und ich werde da jetzt auch nicht alles abreißen oder so, aber ich will natürlich schon mein Bestes geben und ja, einfach mein bestes Paket liefern und ankommen in dem Sport und ja, gucken, wo mich die Reise hinführt. Voll geil, machen wir. Danke dir. Ja. Gib weiter Gas. Klar. Leute, jetzt stören wir gleich meine Niddy. Die kennt ihr auch schon, wenn ihr die YouTube-Videos von uns geguckt habt. Dann wisst ihr, dass Niddy eine Athletin von mir ist, die dieses Jahr, 2022, ihre erste Saison im Frühjahr hatte und 3 Wettkämpfe gemacht hat, direkt den ersten Platz beim Olympia Amateure in Alicante abgeräumt hat. Und jetzt im Herbst hat sie noch mal 4 Wettkämpfe gemacht, also die komplett Frühjahr- und Herbstsaison mitgenommen. Und jetzt ist sie gerade im wohlverdienten Aufbau. Mal gucken. So, und Niddy, zeig mal den Leuten deine Off-Season-Form. Das ist so Niddy nach Krankheit und Off-Season-Form, gell? Ja, ich will die andere Form zurück. Seit wann bist du jetzt in der Off-Season? Gute Frage. Anfang November? Anfang November, ja. 4 Wochen jetzt. Und was gefällt dir besser, Prep oder Off-Season? Ganz eindeutig Prep. Was sind so für dich die größten Herausforderungen in der Off-Season? Boah, erstmal wird er sich an das Mehressen gewöhnen. Am Anfang freut man sich ja drauf und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man so sagt, so, nee, eigentlich reicht's mir. Ich brauche nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja. Und das von der Form loslassen ist richtig hart. Was hat dir vielleicht persönlich da jetzt geholfen, so dann bei diesem Übergang? Weil ich kenne es ja selber auch, das ist echt nicht easy die ersten Wochen. Wie hast du dir da selber so irgendwie Tricks überlegt oder dass du da halt echt besser mit umgehen konntest? Gut, indem wir eigentlich direkt nach dem letzten Wettkampf einen Plan gemacht haben, wie es weitergehen soll. Ja. Und die Ziele neu festgelegt haben. Und ja, dann weiß man halt, wofür man es macht und dann geht es eigentlich. Und wie gesagt, am Anfang freut man sich ja auch drauf, mal wieder ein bisschen mehr zu essen. Voll. Und das Gute ist, es ist Winter. Einfach warm anziehen, dann sieht es auch keiner, wenn das ein oder andere Speckröllchen mehr ist. Voll. Und vor allem, Leute, ihr müsst wissen, Niddy bezeichnet auch das jetzt schon als Speckröllchen, gell? Ja, das ist halt der Off-Season-Speck. Auf jeden Fall. Niddy, was ist das Ziel für 2023, für die zweite Saison? Ja, noch ein bisschen erfolgreicher sein. Auf jeden Fall die Form noch weiter. Genau, ein bisschen Rückseite noch aufbauen, Schultern noch aufbauen. Dann dieses Mal richtig schön abziehen, richtig trocken kommen. Und dann dieses Mal, denke ich, ein bisschen mehr auf die internationalen Wettkämpfe zu gehen. Ja. Und dann wirklich mal versuchen, der Pro-Card ein kleines Stückchen näher zu kommen. War ja schon ziemlich knapp, Leute, hier. Erster Platz, Olympia-Amateure. Da wäre Gesamtsieg, wäre quasi die Pro-Card gewesen. Das heißt, wir wären dann auch, wann wird der erste Wettkampf sein bei der zweiten Saison? Das weiß ich noch nicht. Wissen wir noch gar nicht ganz genau, ja. Weil tatsächlich ja, die fangen jetzt sehr früh an dieses Mal, ne? Ja, im Endeffekt Anfang April. Also müssen wir uns jetzt bald überlegen, wie es da für die Niddy losgeht im nächsten Jahr. Wir rocken das auf jeden Fall. Das machen wir. Okay, Leute, es gab einen kleinen Unfall. Meine liebe Uli, uiuiui. Ui, ui. Uli, magst du kurz mal berichten, was erzählt ist? Uli, magst du kurz mal berichten, was erzählt ist? Was passiert ist? Ja, es ist eigentlich sowas Dummes. Also sowas Dummes ist mir wirklich noch nie passiert. Mein Mann und ich haben zusammen einer Hexport trainiert. Und ich wollte neues Gewicht draufpacken und mir ist irgendwie die 25-Kilo-Scheide aus den Wänden gesegelt und direkt auf meine Zehen. Scheiße, oh Mann ey. Also mir ist es schon mal passiert, ich glaube mit 10 Kilo, das hat auch schon heftig weh. Mhm. Aber wie ist es jetzt gerade? Wird es ein bisschen besser, oder? Also es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber ich glaube, wir müssen da trotzdem mal drüber gucken lassen. Ich glaube, so ein Mittelfußknochen oder so ist schon schnell gebrochen oder irgendwas. Es ist so ein bisschen weiter auf die Zehen. Oder auf den Zehen, okay. Also die Kannst Zehen du auftreten?
Ich habe mich doch nicht getraut. Okay, ja, klar, verstehe ich. Leute, ich sag's euch. Dann nicht, also war, glaube ich, die erste Übung. War das die erste Übung? Die zweite. Die zweite, scheiße. Mann, oh Mann, ey. Ja, uncool, ne? Aber gut. Uli, das wird wieder. Fuß ist noch dran. Ja. Es fühlte sich so an, als wären es. Es wäre ab, aber er ist noch da. Oh, scheiße. So, ich habe keine Stimme mehr, Uli hat keinen Fuß mehr. Aber Uli, ja. Wir werden auch wieder fit. Genau. Wir haben ein kleines Problem, nämlich, vielleicht kennt das jemand von euch Bodybuildern, dass die Waage unterwegs kaputt geht. Waage kaputt ist Todesurteil für Bodybuilder. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir 60 Gramm Rice Pudding brauchen. Und das Rice Pudding abschätzen mega schwierig ist, weil mancher ist so ein bisschen größer und manche Rice Meals sind so ein bisschen kleiner. Deshalb macht es einen riesen Unterschied. Und ich denke, du hast so 60 gut. Ich denke, dass es 64 sind. Okay. Ja. 64. Ja. Wir haben nur keine Waage, um das nachzuprüfen. Und bei mir gibt es heute trockenes Katzenfutter mit Whey Protein. Also das sind meine Cereals, und zwar die so Lions, und die sehen aus wie Katzenfutter, aber schmecken geil. So Leute, herzlich willkommen in dem sogenannten Better Together. Das ist hier eine Location, die ich angemietet habe für unser heutiges Teamtreffen, und wir machen heute was Besonderes zusammen. Erst war der Plan, dass wir gemeinsam Sushi essen gehen, und dann dachte ich mir so, irgendwie das kann ja jeder. Was kann nicht jeder oder macht nicht jeder alle Tage Sushi selber machen? Und aus dem Grund, genau, dachte ich, meine Mädels sind sehr besonders, und wenn ich die alle mal bei mir habe, will ich auch was Besonderes für sie bieten. Und wir machen heute gemeinsam selber Sushi. Der Sushi-Reis, den haben Lukas und ich schon vorbereitet und einige andere Vorbereitungen dafür getroffen. Und jetzt geht's ans Rollen, und dann nehme ich euch mal mit. Also Leute, auch schon, nachdem ich jetzt nicht mehr der Nikolaus bin, sondern der Papa Schlumpf. So Leute, wir sind jetzt hier im Better Together, heißt das. Das ist die Location, wo wir heute Abend gemeinsam Sushi rollen werden. Und ich sitze jetzt hier gerade mit meiner Athletin, mit der Hanna. Und Hanna darf sich euch jetzt mal kurz vorstellen. Hi zusammen, ich bin Hanna, 23 Jahre alt und da jetzt ungefähr seit Juni bei Johanna im Coaching. Wir haben jetzt gemeinsam den Aufbau die letzten Monate über gemacht, und ab nächster Woche geht es dann schon für mich in die Wettkampfvorbereitung. Und ich werde dann im April wahrscheinlich das erste Mal auf der Bühne stehen. Hanna, seit wann machst du Kraftsport so wirklich aktiv, bewusst? Also ich habe 2017 angefangen. Es war aber so, ich bin schon sehr regelmäßig trainieren gegangen, aber ich hatte gar keinen Plan von Intensität und Planung und sowas. Und ja, die letzten Jahre hat sich das dann entwickelt, dass ich mich halt mehr damit beschäftigt habe, wie ich das alles am besten angehe. Und dann, ja, kam für mich der Schritt, dass ich gesagt habe, ich will mir ein neues Ziel setzen und auf die Bühne gehen. Mega stark. Vielleicht auch, was bei dir interessant ist, du hast ja selber einen großen Trainer-Background, auch mittlerweile schon, was die ganzen Lizenzen angeht. Was hast du da alles schon so gemacht? Genau, ich habe ungefähr vor 2 Jahren angefangen, Lizenzen zu machen, einfach nebenbei für mich selbst. Mhm. Die Fitnesstrainer-B-Lizenz, Personal-Trainer-Lizenz und jetzt auch die Bodybuilding-Lizenz, um mich darauf mehr zu spezialisieren. Ja, und das ist für mich einfach so, damit ich das Wissen auf mein eigenes Training anwenden kann. Und auch, weil ich mir vorstellen kann, da später auch Leuten weiterzuhelfen. Ja, mega stark. Und was machst du beruflich? Ich bin bei einer Krankenkasse und mache da ein duales Studium. Mhm. Mega stark. Und das heißt, jetzt 2023 ist deine erste Saison. Genau. Was hast du da für dich so für ein persönliches Ziel? Also ich finde es schwierig, sich ein Ziel zu setzen für die erste Saison, mhm, weil man ja einfach noch nicht die Vergleichswerte hat. Deswegen für mich ist das Ziel, das einfach so gut wie möglich durchzuziehen, da alles reinzustecken und viel Spaß zu haben auf der Bühne. Das gefällt mir. Mega, auf jeden Fall. Sehr schön, danke, Hanna. Gerne. Und Leute, ihr habt es gehört, es gibt sogar eine Bodybuilding-Trainer-Lizenz. Das feiere ich echt richtig. Es gab's, ja. Aber ich glaube, es gibt es noch nicht so lange. Finde ich richtig gut. Ich glaube auch, es gibt da so 1, 2 Anbieter. Also ja, ich kann es empfehlen. Mega. Hier lauter Bodybuilding-Pros sozusagen.
Ja, Freunde, wir sind durch mit dem Training. Am Sonntag früh nach dem Joy-Team-Meeting waren wir heute alle fleißig. Wir haben uns um 10 Uhr getroffen im Fitnessstudio, haben eine Runde gepumpt. Und heute waren nicht nur die Mädels fleißig, sondern auch die Jungs. Nämlich habe ich mit unserem Kameramann, mit dem Tim, der zittert jetzt ein bisschen deshalb mit der Kamera, und dem Tobi, einem Freund von der Athletin, von der Johanni, haben wir eine kleine Pull-Session gemacht. Und es war richtig geil. Die Jungs haben mir nicht geglaubt, dass man sich mit 2 Sätzen pro Übung aus dem Leben schießen kann. Aber wir haben das heute auf jeden Fall geschafft. 2 Stunden Training, 1000 Kalorien haben wir verbraucht und es war richtig geil. Jetzt gibt es noch einen kleinen Abschluss. Wir machen noch ein Foto zusammen. Joey hat noch eine Überraschung für ihre Athletinnen dabei. Die zeigen wir euch natürlich auch gleich. Und dann ist das Wochenende auch schon wieder rum und die Prep geht los für die Mädels. Also hier seht ihr die Auswertung von unserem Training und ihr seht auch, dass meine Hand auch ein bisschen zittert. Wir waren insgesamt fast 2 Stunden beschäftigt, 1000 Kalorien habe ich verbraucht und Puls war auch knackig unterwegs. Ein paar Mal zwischendurch musste ich die Uhr wegmachen, wegen den Zughilfen, aber war ein fettes Training. Oh, jetzt ruft jemand an. So Leute, heute mussten meine Mädels für mich mittrainieren und der Lukas und die anderen Jungs auch, weil ich leider heute eine kranke Johanni bin und ja, Training war nicht drin. Jetzt wird auch mal ein paar Tage wohl pausiert, so wie es sich anfühlt. Ich bin froh, dass ich jetzt heute aber noch hier stehen kann und meine Mädels auch noch mal gesehen habe und jetzt dann verabschieden kann nach dem wirklich schönen Wochenende gemeinsam. Und die Mädels haben ja richtig Gas gegeben und das ist geil. Und ja, wir werden jetzt gleich noch ein schönes Abschlussfoto machen, Abschlussessen. Die haben jetzt alle richtig Hunger, haben sie sich verdient. Und genau, dann hören wir uns nachher noch mal. Also Mädels, sehr witzig, ja. Cool. Nein, also hat mich wirklich mega gefreut, dass ihr da wart. Bisschen schade, dass ich so ein bisschen angeschlagen war. Freue mich aber, dass ich trotzdem einfach dabei sein konnte und dass ihr euch alle mal live getroffen habt. Wir uns auch teilweise erst das erste Mal live getroffen haben. Richtig cool. Und ich würde sagen, wir wiederholen das unbedingt, denn es war echt cool. Es muss nicht immer hier sein. Wir können auch mal gucken, woanders. Mir ist es ganz gleich. War richtig toll und ich möchte euch noch eine Kleinigkeit schenken. Weihnachtsgeschenk. Genau, Weihnachtsgeschenk. Und damit ihr hier, dass der Progress wirklich safe ist. Denn ich selber bin auch manchmal ein Fan, es nicht immer ins Handy zu tippen, sondern auch ganz gerne mal handschriftlich zu schreiben. Deshalb ja dieses Trainingstagebuch, was ich jetzt rausgebracht habe. Und da kriegt jeder ein neues von euch davon. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Gerne. Gerne. Dankeschön. So, bitteschön. Bitteschön. So Leute, mein neues Joy-Trainingstagebuch, um die Progression sicherzustellen, ist raus. Das gibt es jetzt auch bei uns im Beauties and Beasts Online-Shop. Einfach hier unten mal draufklicken, da kommt ihr schon dazu. Auch perfekt geeignet für ein schönes Weihnachtsgeschenk für eure Lieben. Und ja, ein paar Motivationssprüche sind auch drin. Tut auch gut. Also holt euch direkt mal ein Joy-Trainingstagebuch. Ja Leute, das Wochenende mit den Mädels neigt sich dem Ende zu. Die Mädels treten jetzt die Heimreise an und das war wirklich ein unglaublich schönes Event. Ich freue mich tierisch, dass alle Mädels da waren. Wir hatten echt eine geile Zeit zusammen, auch wenn ich ein bisschen erkältet war. Ich war dabei, das ist die Hauptsache. Meine Mädels haben fleißig für mich trainiert. Ja. Und ich glaube, ihr habt auch fleißig trainiert, oder? Wir haben auch fleißig trainiert, wir haben gestern auch fleißig gegessen. Die ganzen Mädels fangen jetzt alle mit ihrer Prep an, das heißt, die haben jetzt noch mal genießen dürfen. War wirklich ein tolles Wochenende. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ihr könnt unseren Kanal abonnieren, das Video liken, das Video kommentieren. Das neue Trainingstagebuch von der Joy findet ihr im Beauties and Beasts Shop. Und dann seht ihr schon bald das nächste Video, denn da haben wir noch viele spannende Sachen für euch vorbereitet. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.